Willkommen zu einer neuen Runde Let's Test, heute mit Celestial Mechanica. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich denke schon. So, das ist auch mal wieder ein Indie-Spiel und wir gucken uns das heute einfach mal genauer an. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich habe das noch nicht angetestet oder sonstiges. Eigentlich wollte ich heute was anderes Let's Testen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Darum gucken wir einfach mal, was jetzt hier raus wird. In the distant future. Ja, was gibt's denn da? After years of war and abuse caused by humanity. Ja, was gibt's denn da? Earth could stand no more. Ja, der ist doof gelaufen, ne? Würde ich mal sagen. The Earth began to break apart at its core. Ja, wirklich doof gelaufen. Leaving humanity to die with all hope of survival lost. Naja, passiert. Das kenne ich so aus dem Real Life. Das passiert so alle paar Tage mal. Yet, within a second of the Earth being shattered completely, the mysterious race of celestial beings appeared. And Earth stability was miraculi restored. Humanity was forever in debt to this mysterious race and praised them as their saviors. Na, also nochmal zum Verständnis, ne? Vor Jahren, Jahren, Jahren ist die Erde da irgendwie fast explodiert, oder ist sie auch, und kam dann so eine Rasse von mechanischen Wesen und da sind dann jetzt ihre Retter. So. 100 years later, the celestial beings continue to maintain the Earth's stability above the clouds in a fortress dubbed Mechanica by the humans. Little is known about Mechanica and the celestial beings who inhabit it. No Mechanian has been seen outside the Mechanica in 100 years. Ja, doch verlaufen. Until now. Also man hat diese Viecher nie gesehen bis jetzt. Und anscheinend spielen wir einen von diesen. Wow, I haven't seen another Mechanian in years. It seems the king is still as angry as ever. Severely punishing the innocent for trivial matters. Say, how's about me and you work together to get back to Mechanica? When we get there, we'll show the king who's boss. There's a few things we have to do before we can get there. But if we work together, it will be a piece of cake. So, you're in white? Awesome, let's do this, follow me. Also er schlägt mir halt gerade vor, ja, ne, also der König ist voll der Arsch, er schmeißt hier ständig die Unschuldigen runter und sowas, ne, und wenn wir jetzt wieder zusammenarbeiten, was heißt wieder, wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir da gemeinsam in diese Festung reinkommen und sowas, und ja, gucken wir einfach mal. Wie kann ich denn springen? Ich kann nicht springen. Before we can make it back to Mechanica, we'll need a few upgrades. I already found one for you. Once you touch it, you'll be able to make it up here by pressing X to jump. Yeah, okay. Oh, and watch out for the soldiers guarding this area. Okay. They will kill you. Don't be stupid. Okay. So, und jetzt hier. Yay, ich kann springen. Wow. Wow. Ich sollte aufpassen, ne? Da war ja was. Hallo. It seems you won't be able to make it up here. I scout the area ahead while you find another way. Ah ja, also der guckt sich um und ich soll mir einen anderen Weg suchen, ja? Na, das ist ja super. Ah. Ja, was soll ich denn für einen Weg finden? Soll ich hier mal in eine andere Richtung laufen? Gucken wir mal. Eine Ruine oder sowas? Mhm, der Waldschrein, okay. Ah! Okay,
Ich denke ständig, ich falle irgendwo runter, aber es ist ja gar nicht so. Wow. Ich hätte den Schalter wahrscheinlich nicht drücken sollen, aber jetzt ist es eh zu spät. Wow. Okay. Also der spielt sich doch schon relativ flüssig schnell, die kleine Figur hier. Was ist das jetzt? Kann ich irgendwas Tolles machen? Anscheinend nicht, okay. Wow. Das sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Okay, ich versuch's nochmal. Ich sollte hier nicht runterfallen. Wow, okay. Ich versuch's nochmal. Ich sollte hier nicht runterfallen. Ah. Na, also das ist auch so ein Grund, warum ich so mich ein bisschen dagegen wehre, ein Mario-Spiel zu spielen. Weil ich in Jump'n'Runs grundsätzlich extrem fehle. Außer halt in Sonic. Ja, das war jetzt doof. Ich wollte ihn gar nicht mal so stark da auf die Kante dingsen. Ich wollte eigentlich nur so ein Stückchen weiter. Nur so ein Stückchen. Oh, und nochmal. Ja, super. Na, jetzt nochmal mit anhalten. So. Und tap. Oh, das gibt's doch nicht so kurz vorm Ziel. Ich bin absoluter Jump'n'Run-Profi, man sieht es. Oh, jetzt ist er nicht gesprungen, ich hab's gesehen. Jetzt ist er abgerutscht, ich hab's gesehen. So, hier nochmal. Und nochmal. Und nochmal, yay! So, und was hat das jetzt gemacht? Das hat ja nichts geöffnet, okay. Wir haben da oben noch eine Plattform, da können wir nochmal lang gehen. Ja, jetzt... Ich wollte nicht runterfallen. Gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier jetzt lang muss oder nicht. Mal gucken. Nein! Shit. Nochmal den Weg. Es ist halt so typisch am Rand hier, wo man dann, wenn man einen Fehler macht, dann nochmal 300.000 Meter gehen darf. Habe ich ja grundsätzlich nichts gegen, nur wenn es tatsächlich ein arschschwieriger Weg war. Mit so Stellen, wo du dir einfach nur noch einen Kopf fassen kannst. Aber im Moment geht das ja hier noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann hier noch extrem ätzend werden könnte. Wir können hier auch eines Tageslicht kommen, das ist ja schön. Hallöchen. Aber, nee, du hast mich nicht getroffen. So, der nächste. Nee, aber hier kann ich runter, okay. Was ist das? Press X in Mid-Ear to perform a double jump. Yay! Okay. Aha. Nein! Nein! Also dafür kann ich nicht hoch genug springen, okay. Nee, ich komme da nicht hoch. Warte mal, ich muss hier jetzt mal kurz austesten, ob ich hier noch irgendwie höher kommen kann. Nee, also da komme ich definitiv nicht hoch. Ja, merkwürdig. Was soll ich denn dann hier tun? Auf der anderen Seite hier komme ich jetzt auch nicht mehr zurück. Wenn ich hier reinlaufe, bin ich auch tot. Wer hätte es gedacht? Hm. Ja, das war natürlich auch doof. Nein. Also ein bisschen fairere Sprünge hätten sie da ruhig schon machen können. Mir wurde auch am Anfang gesagt, ich habe hier einen Z-Knopf, mit dem ich irgendwas machen kann, aber irgendwie bringt das nicht wirklich viel. Ich versuche jetzt immer noch krampfhaft da hochzuspringen. Ja, es hat geklappt. Oh mein Gott. Okay. Nein. Nein. Okay, muss ich jetzt nochmal versuchen. Ach, jetzt geht das aber hier problemlos. Okay. Nee, da nicht lang, aber da ist ein Schalter. Nein. Ah. Es kommt teilweise auch schon auf das präzise Springen drauf an. Nein. Also nicht so. So schon gar nicht. Jetzt mach doch einfach, genau. So, muss ich hier hoch. War das jetzt so gewollt? Ich weiß es ja nicht. Nein. So nicht. Nein. Ist es denn der Possibility? Ich bin zu doof zum Springen hier. So, nochmal. Da ist noch ein Schalter. Wow. Das war natürlich doof. Das war halt typisch Mammut halt, ne? Nein. Du sollst doch jetzt mal nicht so hoch springen.
So. Nein. Nein. Also die Hitbox ist nicht ganz akkurat hier gelöst. Nein. Oh, das geht doch nicht. Ein Unpossibility-Sprung hier. So. Oh, das ist aber eine gemeine Stelle. Nicht zu hoch springen, nicht zu tief und nicht zu spät. Nein. Nein. Okay, nochmal. Nein, nochmal. Nein, nochmal. Moment. Nein. So knapp. Alter, der will mich hier verarschen. Ne, also aus diesen Gründen spiele ich grundsätzlich kein Mario-Spiel. Weil ich dafür einfach zu wenig Skill habe. Und schon gar nicht Kaizo Mario oder wie es heißt hier, diese super schwere Ultra Mario-Hack. Oh. Kann ich hier gar nicht lang? Will der mich verarschen? Jetzt den ganzen Weg hier wieder zurück? Ja, sicher. Dabei wollen wir doch wissen, wie es in der Story weitergeht. Oder nicht? Nein. Nicht so. Nein. 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 Und gut, dass wir unendlich Leben haben. Oh. Nein, jetzt muss ich hier zwei Sprünge schaffen. Das trainiert wenigstens. Oh. Nein. Nein. Alter, das ist doch... Krank ist das. Oder gibt es hier noch irgendwas, was ich entdecken kann? Nee, ne? Nein. 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 Also man sieht es schon. Man muss wirklich akkurat und genau springen, damit man hier weiterkommt. Und gut, dass ich so ein geduldiger Typ bin. Also das Spiel ist was für Geschicklichkeitsleute und Leute mit mehr Geduld als ich. Alter, es gibt's doch nicht. Nein. Und es gibt hier eine leichte Eingabeverzögerung. Also wenn ich versuche ja eigentlich dann ein zweites Mal zu springen, kurz bevor ich da auf die Stacheln komme, halt nur. So. Nein. Ja. Also es ist nicht einfach, wirklich nicht. Für Leute, die, für Leute wie euch, die dann vielleicht etwas mehr Geduld damit reinbringen, ist das auf jeden Fall was. Aber für mich jetzt hier als jemand, der nur einen Let's Test dazu macht, ist das eine leichte Katastrophe. Ja. Aber was wir ja schon mitgekriegt haben, man kriegt halt so nach und nach nur ein paar Fähigkeiten. Habe halt auch gesehen, es gibt so eine Hover-Möglichkeit dann später und auch diese Schüsse von den Soldaten kann man dann irgendwie aufsammeln und als Energiequelle benutzen für was anderes. So, um eine Lampe zu aktivieren, die dann irgendwie eine Tür öffnet oder sowas, das habe ich alles schon gesehen. Also es scheint, wenn man dafür Skill hat, was ich definitiv nicht habe, scheint das ein gutes Jump'n'Run zu werden. Ist halt ein bisschen nicht ganz so einfach wie manch andere Spiele. Oh. Oh. Ja, ich glaube, ich lasse das hier sein. Das war's dann schon mit dieser Woche von Let's Test. Ist hier nicht so ganz erfolgreich geworden. Ich konnte euch jetzt auch nicht ganz so viel zeigen, aber es liegt halt an meinen mangelnden Skillfähigkeiten. Vielleicht seid ihr da ein bisschen besser bewandert. Ich auf jeden Fall definitiv nicht. Kann es hier noch ein paar Mal versuchen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Es ist halt ein kleines Jump'n'Run mit Story. Ja, sowas sieht man selten. Und ja, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und vielleicht könnt ihr euch ja da nochmal so ein bisschen näher mit beschäftigen. Oh mein Gott, ich habe den Sprung geschafft. Na komm, dann zeige ich euch hier jetzt nochmal ein bisschen was mehr. Zumindest ein bisschen. Nein, nicht. Aber wir sind schon mal ein ganzes Stückchen weiter.
Nein. So. Nein. Das hätte ich mir fast denken können. So. Nein. Nein. Ich bin so ein Held. Ehrlich. Uah. Stimmt, da waren ja Stacheln. Wo komme ich jetzt hier hin? Ach ja, das ist der eine Raum hier, wo ich vorhin nicht weiterkam. Also jetzt komme ich hier weiter, okay. Nein. So. Okay. Also jetzt kann ich euch wenigstens noch ein bisschen was zeigen von dem Spiel. Man muss teilweise halt einfach genauer springen. So, und jetzt kommen wir dahin zurück zu dem Typen da, der da gesagt hat, ja, ne, ich halte mal Ausschau und finde mal einen anderen Weg und sowas. Dann können wir jetzt da endlich hochspringen. Und da mal gucken. Hallo, Soldat. Ja, also diese Kugel meine ich halt, die kann man dann später irgendwie aufsammeln und als Energie verwenden und so weiter und so fort. Aha. Interessante Grafik. So. Soll ich jetzt hier ins Wasser? Nein. Okay. Hätte mich auch gewundert, dass ein Roboter schwimmen kann. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Was bist du denn für einer? Ey, yo. Könnt ihr mit dir sprechen und so? Yo! You're gonna think I'm crazy when I tell you this. But I hear music. Nein. Everywhere. All the time. No way. You hear too? Wow, I knew there was someone out there like me. So check this out. I've created a device that lets you listen to music from all over the world. All you have to do is press B and you can listen anytime you want. You can also view a map of the places you've been by pressing enter. Okay. Okay. Also das ist unsere Map. Und mit B können wir... Ja, öffnet sich hier der Firefox. Ja, das wollte ich ja jetzt nicht unbedingt. Nee. Gehen wir mal wieder ins Spiel hier. So. Ja! Einer mit einem Raketenwerfer. Ah, Wasser! Ich bin Gamer. Vergessen? Wasser nicht gut. Deswegen mag ich auch keine Wasserlevel in Sonic. Rätsel gelöst. Ach. There you are. I've been waiting for you. I'm surprised that we made it all the way here. Without too much resistance. But I wouldn't let my guard down just yet. We still have a few obstacles preventing us from making it back home. Deep within the water shrine, behind me, lies a hidden passageway to Mechanica. It's been said that the water shrine is pretty tricky to navigate. But with your help, there's no doubt we'll find that passageway. Passageway, ist das richtig ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. In no time. Let's not waste another minute. Let's do this. Yay, wieso sagt er das andauernd? Okay, also wir sollen durch den Wasserschrein dann halt eine geheime Passage finden, die uns dann auf Mechanica bringt. Mal gucken. Ja! Also, ja. Leicht verwirrend ist das hier jetzt schon aufgebaut. Au. Ups, runtergefallen. So. Ach, herrje. Okay, zweimal treffen ist schlecht. Ich verstehe. Doch. Okay. Ja, das war natürlich schlau, dass ich da einfach weiterlaufe. So, ich muss mal kurz hier die Maus aus dem Bild tun. Nicht, dass die euch hier die ganze Zeit im Bild ist. Das muss ja nicht sein. Nein. So, nein. Dann gezielt springen und das mit dieser wirklich beweglichen Figur ist nicht wirklich einfach.
So. Okay. So, mal gucken, ob wir jetzt diese Passage finden werden. Wieso ändert sich die Musik so? Muss das so sein? Da oben komme ich nicht hin, okay. Hätte sein können. Aha. Aha. Dann schießen dann die Dinger da einfach mal gegen eine Wand. Was auch immer das bedeuten soll. Ob ich da später die Wände bewegen kann und dass wir da dann irgendwie weiterkommen oder sowas. Das halte ich fast für realistisch. Ja, doof gelaufen, doof gelaufen, doof gelaufen. Doof gelaufen, doof gelaufen. Na, oh, die schießen aber auch schnell. Alter Schwede. Oh Gott. Nein! Schlecht. Okay, warten wir mal. Oh, das... Nein! Okay, und was hat das jetzt genau gebracht? Dass wir den Schalter benutzen können, okay. Macht der jetzt das wieder rückgängig? Ja. Wahrscheinlich müssen wir, dass diese Dinger sich bewegen und dann nicht den Schalter drücken. Okay. Gucken wir mal. Ich halte das sogar einigermaßen für sinnvoll, dass die es so gemacht haben. Ja. Gut. Dann werden wir jetzt nicht auf den Schalter drücken. Einfach mal drüber springen. Dann mal gucken, was sich hier so sonst verändert hat. Nein, nicht so. Ganz an die Kante. Das habe ich damals gelernt. Immer von der Kante ausspringen, um das Maximum zu erreichen an Sprungweite und so. Alter! Ich springe immer zu spät. Ja, so. Okay. Was ist jetzt hier mit diesen komischen blauen Blöcken auf sich hat, das kann ich auch nicht sagen. Was haben wir denn hier? You may now move blocks by walking against them. Ah! Kann ich Blöcke verschieben. Was haben wir jetzt getan? Aha. Ein Wasserpegel auch verändert. Okay. Gut zu wissen, dass wir sowas können. Hier können wir anscheinend nirgendwo lang. Nee, sieht ganz schlecht aus, okay. Gehen wir halt zurück. Ja. Mal gucken, wir haben ja auch noch hier die Blöcke. Nein. Nicht so. Wir müssen da wahrscheinlich erst auf diesen Schalter. Das macht wahrscheinlich wieder das Wasser niedrig. Und dann müssen wir die Blöcke so verschieben, dass wir da vernünftig von A nach B springen können. Okay. So, schieben wir den hier noch ein bisschen weiter. Den hier noch ein Stückchen rüber. Dann testen wir das mal. Ja, das kann ich springen. Das sieht gut aus. So, und hepp. Dann machen wir halt den Wasserpegel wieder hoch. Kleinen Moment bitte. Und dann mal gucken, was dann passiert. Wo wir hinkommen werden und so. Abwarten und Tee trinken. So, haben wir hier drauf. Hier drauf. Das klappt super im Moment. Das wundert mich selbst ein bisschen. So, haben wir dieses Ding hier. So. Da befürchte ich ja fast, wir müssen jetzt wieder das Wasser sinken. Senken. Weil dann hatten wir ja unten so eine Wasserpfütze und dann konnten wir dann irgendwie übers Wasser oder sowas. Mal gucken. Nein, das war daneben. Also ist halt auch mit ein paar Rätselelementen und sowas. Finde ich eigentlich im Prinzip ganz nett gemacht. Ich bin nur einfach zu skillfrei für sowas. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. Na, und halt.
Nein, jetzt kommen wir hier gar nicht durch. Was haben die sich denn dann dabei gedacht? Ob ich dann noch ein Stückchen weitergehen muss? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Dann machen wir halt hier nochmal den Sprung übers Wasser. Den gezielten Sprung und so. So, dann springen wir hier nochmal rüber. Mal gucken, ob sich hier was geändert hat. Nee. Hier sind dann nur diese Turrets da. Aber ich habe da ja noch einen Schalter. Vielleicht verändert er auch wieder alles. Ich dachte, es macht nur, dass diese... Nee, macht es nicht, okay. Interessant. Okay. Nein, das war nicht schlau. So. Dann gehen wir mal zurück. Und dann mal gucken, ob wir hier irgendwie noch die Passage auf Doom finden, quasi. So. Okay. Hier können wir was verschieben, für später wahrscheinlich. Wow, jetzt ist da dieser Raketenwerfer-Typ mal wieder. Huch, du bist ja auch da. Huch, du bist ja auch da. Ich geh da mal, ne? Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt nicht so viel. Okay. Warte mal. Will jetzt vielleicht das Wasser irgendwie wieder ansteigen lassen müssen? Wäre eine Option, oder nicht? Dann muss ich dafür erstmal wieder einen Schalter finden. Ja, das wollte ich jetzt so nicht. Kann ich den damit irgendwie ärgern? Nee, ne? Dann lasse ich das mal. Oder? Nee, dann kommen wir nur wieder dahin. Das wollen wir jetzt gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse euch mit diesen Rätseln jetzt alleine. Haben wir jetzt genug angetestet. Und wenn ihr das Rätsel lösen wollt und zurück nach Mechanica gehen wollt, dann ladet euch das Spiel selbst runter, ist kostenlos, ist unverbindlich und so weiter und so fort und bla 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 bla. Ja, und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr weitergekommen seid und so weiter und so fort und wie es euch gefällt und so weiter. Gut, das war's jetzt von mir, eure Mammut, und ich hoffe einfach mal, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis denn, tschüss!